Stark ins Leben ist ein Projekt für Schulen mit gymnasialer Oberstufe im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Das Selbstbewusstsein der Jugendlichen soll gestärkt werden und ihnen der Übergang ins Berufsleben erleichtert werden. Die Idee hinter Stark ins Leben ist die Förderung von Selbst- und Sozialkompetenz bei den Schülerinnen und Schülern. Ein Kompetenzbereich, der in heutigen neuen kompetenzorientierten Lehrplänen zwar verankert ist, der aber in Unterrichtsstunden und in Schulen immer noch viel zu wenig Beachtung findet. Stark ins Leben läuft im Saarland bereits seit dem Schuljahr 2012-2013. Durch die ständige Evaluierung der Workshops und durch die Rückmeldung der Programmverantwortlichen wird die hohe Qualität des Programms auch in Zukunft sichergestellt. Stark ins Leben hilft jungen Menschen, sich selbst kennenzulernen, ihre Stärken kennenzulernen, zu erfahren, wo man noch besser werden kann. Und das ist ein Projekt, bei dem eben keine Noten gegeben werden, sondern bei dem die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ihre Persönlichkeit frei zu entfalten, ohne Druck, aber trotzdem mit Anreiz. Das Projekt verläuft in zwei Abschnitten. Nummer 1, das Seminar. In der Einführungsphase der Oberstufe reist die gesamte Klasse für 1 bis 2 Tage gemeinsam mit ihren Klassenlehrern in ein Tagungshaus. Im Seminar geht es um Biografiearbeit, Umgang mit Stress und die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Die Teilnehmer sollen sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst werden und motiviert werden, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln. Meist werden diese Sozialkompetenztrainings in unteren Klassen durchgeführt, wie zum Beispiel Lions Quest. Aber für die Oberstufenschüler gab es das bisher noch nicht. Daher haben wir unser Programm bewusst an die Einführungsphase der Oberstufe angedockt. Um die Seminare effektiv durchführen zu können, erhalten die Klassenlehrer der teilnehmenden Schulen eine Fortbildung. In einem 2-tägigen Seminar werden sie auf ihre Aufgabe optimal vorbereitet. Sie erhalten Ablaufpläne, Durchführungsanleitungen, Material, kurz gesagt alles, was sie für die Umsetzung des Programms in den schulinternen Seminaren brauchen. Ja, also bei uns ist es auch gerade aktuell an der Schule. Wir wollen in 2 Wochen dieses Stark in Leben auch in der Schule nochmal mit allen Schülern, die jetzt neu an der Schule sind, durchführen. Und ich fühle mich auf jeden Fall vorbereitet und freue mich auch auf die Zeit. Und es hat aber auch daran gelegen, dass auch die Referenten, die jetzt dieses Seminar mit uns zusammen geleitet haben, einem viel Mut gemacht haben. Und auch zu merken, wie eine Gruppendynamik entsteht und wie Leute zusammenwachsen in ganz kurzer Zeit. Immer sehr interessant. Projektphase Nummer 2, die Workshops. Hier können interessierte Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Angeboten Workshops wählen, die sie besonders ansprechen. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Workshops werden von erfahrenen Dozenten und Trainern durchgeführt. Das Angebot ist breit gefächert. Theater, Rhetorik, Präsentationstechniken, Stress- und Zeitmanagement, Lerntechniken oder Entscheidungstraining sind nur einige der Themengebiete. In dem Workshop hatten wir einfach mal die Chance dazu, uns einen Tag lang nur mit uns selbst zu beschäftigen. Hat das sehr viel Spaß gemacht, hat aber auch wirklich Spaß gebracht. Man hat auch neue Dinge gelernt. Wenn wir da mal in der Schule Vorträge halten müssten, auch vor der ganzen Klasse, dass da einem auch so die Angst genommen wird und man das Selbstbewusstsein dafür bekommt. Vor allen Dingen, was man auch mit Sprache bewirkt, was Sprache ausmacht und wie man das auch gezielt einsetzen kann, um seine Zuhörer zu fesseln. Wie man sich zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch verhält oder wie man sich vor Klassenarbeiten beruhigen kann. Ja, der Workshop an sich hat eigentlich schon Spaß gemacht, auch Leute von anderen Schulen zu treffen. Also ich kann es auf jeden Fall nur jedem empfehlen, dorthin zu gehen, weil man dort einfach andere Dinge lernt als in der Schule. Die teilnehmenden Schulen erhalten neben der inhaltlichen und organisatorischen Begleitung auch eine finanzielle Förderung der Stiftung der Sparda Bank Südwest. Für die Durchführung der schulinternen Seminare erhält jede Schule bis zu 5.000 Euro. Also ohne die finanzielle Unterstützung durch die Stiftung der Sparda Bank Südwest wäre die Durchführung eines so anspruchsvollen Programms wie Stark ins Leben mit schulinternen Seminaren einerseits und den Workshops andererseits nicht möglich.